Servus die Mauern und grüß euch die Wurm. Ja Freunde, endlich ist wärmer, 14 Grad und ich bin wieder ein bisschen in der Au unterwegs. Ja, ein bisschen mit Umstravanzen. Schauen wir mal, klar wie immer durchs Dickicht, mein Lieblingswegerl. Und ja, schauen wir mal, was wir alles sehen. Schneeklicker und sind ja da schon zum Saufieren. Gehen wir mal. Ja, überall spricht schon alles durch. Ja, das weiß ich aber noch nicht, was das ist. Das könnte schon Bärlauch sein, aber... Ja, Freunde, weißt du, wenn man das Blau anschaut und wie es sich riecht, ist das sicher schon Bärlauch. Aber wie gesagt, ich kann es auch nicht richtig bestimmen. Man hört auch noch nicht das Knacken. Ich sehe die Stöhne nicht, ob die... Ja, die waren dreieckig. Das war ein gutes Erkennungswurm. Aber ist mir eindeutig noch zu klar. Sicher ist sicher. Aber da sind schon größere draußen. Ja, in einer Woche ist da alles grün, schätze ich. Ja, Freunde, Herz ist das. Guckt einmal zu. Richtig, ja, absolut nichts außer Natur und Vogelgezwitscher. Das ist wieder mal urgeil. Da hinter mir liegen wieder ein paar Baumriesen und ich sehe da gerade ein schönes Platzl von mir. Ich hätte nämlich mein Tipi dabei. Ich möchte das jetzt endlich einmal aufstellen und schauen, wie das ausschaut. Das letzte Mal war der Boden wieder viel zu hart. Heute müsste es eigentlich gehen. Und da wäre ich jetzt einmal schnell aufstellen, dass ich es endlich einmal sehe, wie das gescheit ausschaut. Na, stellen Sie mal auf. Ja, so schaut das Chinesen-Tipi jetzt einmal aus. Also von der Größe her macht das einen guten Eindruck. Ich habe es vielleicht noch nicht hundertprozentig angespannt, also da fehlen wahrscheinlich noch zwei Probeaufstellungen. Aber ich denke, es geht schon mal besser als wie beim letzten Mal. So, jetzt machen wir noch den Reißverschluss auf und schauen wir rein. So, na dann schauen wir da nicht hin. Ich gehe mal mit der Kamera her, dass man da jetzt einmal die Apsis sieht. Ja, ich denke, da sieht man jetzt schon einer. Es ist vielleicht noch nicht tausendprozentig angespannt, aber ich sage mal, das schaut jetzt nicht so wieder aus. Jetzt schauen wir einmal von hinten zu. Von hinten haben wir nicht so eine große Apsis. Da ist das Ganze natürlich kleiner geworden. Zusätzliche Gerät dabei. Ja, und da ist das Ganze schon viel enger, sage ich jetzt einmal, aber es reicht ja fast seit dem Absatz, sage ich mal. So schaut es jetzt auf, wenn es aufgeklappt ist. Und klar, da ist natürlich nicht mehr so viel Platz, aber die braucht man da sowieso nicht. Ja, ich finde, das macht einen ganz guten Eindruck. Schaut nicht so zwider aus. Wenn man das noch ein, zwei Mal aufbaut, hat man das sicher im Griff. So, ich liege da jetzt einmal herinnen, habe mich da jetzt wirklich ausgestreckt und ich kann, ich stehe mit den Füßen noch gar nicht auf, aber gehen gerade oben hin auf das Randl. Ja, also für, klar da hinten ist es vielleicht nicht so optimal, wenn es am Körper liegt, aber ich glaube, das kann man noch ein bisschen besser spannen. Ja, ich sage einmal, und das Geld ist da absolut nichts verhaut. Und wenn ich das Moskitonetz nur im Sommer so allein verwende. Also, ja, bin zufrieden damit. schauen wir dann ein bisschen zum Wasser. Ja, da ist schon etliches umgefallen. Gut, jetzt geht kein Ende, jetzt habe ich ein bisschen weniger Suhl. Aber ein schnelles Käfchen muss nur drin sein. Für das bin ich auch da. Ja, na, der schaut auch noch gut aus. Wie lang steht der noch? Keine Ahnung. Ah, da liegt der schon herunter. Ja, da bin ich schon bis zum Wasser herunter. Da ist also ein kleiner Tierpfad, so wie es ausschaut. Die werden da herkommen, saufen. Trinken oder was weiß ich, wie der Schaß heißt. Kurz heißt. Aber schön ist doch für die Biber optimal. Das ist ganz schön sanft da runter. Passen, dass ich nicht versinke. Ja, über mir schaut es da halbwegs safe aus. Und wie gesagt, es gerät kein Wind. Die stehen alle stabil. Ich glaube, die Gefährdeten sind schon alle umgefallen und da wäre jetzt einmal ein Käfchen einverleimen. So, der steht halbwegs, also da machen wir jetzt nicht unbedingt zu. Kaffee drauf. Ein Windschutz war jetzt nur ein Hebel, aber wir haben keinen. Na, was soll's. Ja, ist gleich so weit sein, der braucht ja nicht lang, der gibt ja eh schon Gas. Und ein bisschen Stoff, auch wenn ein bisschen was daneben geht. Ja, das Tagerl heute ist ein Wahnsinn. Ich muss direkt dann einmal schauen, wie viel Grad jetzt haben wir, jetzt so mindestens 16 Grad, also optimal würde ich sagen. Aber was dann wir viel schätzen, schauen wir ganz einfach. Wir haben ja mit. Na gut, geschätzt, 16 Grad. Naja, der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. Jawohl, da ist er ja schon. Jawohl, Herr Knoll, so schaut's aus. Ja, wieder mal vom Feinsten natürlich. Ah, so. Ein bisschen Larifari haben wir da mal Rüri-Würi. Herrlich. Ja, Freunde, es wisst ihr wieder, was kommt. Der allererste Gruß an meine Krankensaison und dann wieder mal den Rest der Welt. Und ein besonderer Gruß geht diesmal an den Günther vom Kanal Die Natur entdecken. Ich weiß, Günther, du hast gesagt, ich soll mir was einfallen lassen. Kommt schon noch im Augenblick, habe ich noch nichts, aber keine Angst, ich bin dran. Prost, Günther. Und die Rest natürlich auch. Ja, passt wieder mal vollkommen. Herrlich. Ja, was soll ich sagen? Es wird es nicht hören, weil das Richtmikrofon auf mich hergeht, aber da im Hintergrund geben sie es zwei Spechten, der Orgelkonzert gegenüber dem Flugzeug von da oben. Also, die zwei sind mir lieber wie der, aber so ist es halt einmal. Kann man nichts ändern. Ja, ich freue mich jetzt schon so, dass es wieder warm wird. Es ist unglaublich. Endlich wieder schönere Touren. Bei der Köden ist das halt auch nicht so unbedingt meins. Ich habe nichts gegen Schnee und Köden, aber die Wärme ist mir lieber. Ja, Freunde, aber die schönste Zeit geht am arschesten vorbei, wenn man so schön sagt. Wir haben im Augenblick 3/4 4. Ich muss heute meine Jungs wieder heimführen. Und ja, jetzt packen wir sie zusammen und gehen schon langsam wieder zurück. Ein paar Stunden habe ich für mich gehabt, das war wichtig und naja, gehen wir's an. Ja, zusammengehabt habe ich wieder alles. Platz alles wieder hergekriegt und dann gehen wir schon langsam wieder retour. Wie ein Gapseller habe ich den jetzt überdenken, bis zum Arsch. Ah, nein, ein Blick zurück da. Schön war's. Die Sonne scheint da auch durch. Ja, Freunde, was wollt's mehr? Ja, leider, heimwärts. Aber wir haben ja schon ein Stickerl noch vor uns. Ja, Freunde, das war es einmal wieder. Die Tour neigt sich dem Ende. Ich habe jetzt noch ein paar hundert Meter bis zum Auto. Ich will mich aber gleich an dieser Stelle da von euch verabschieden. Da ist jetzt ein schöner Knubbel. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Wochen und Servus die Mauer und viert euch die Burm.